Das ist der Markus. Er ist der Geschäftsführer vom Hümer-Zentrum in Sulzemoos. Grüß dich, Markus. Hallo, grüß dich. Ja, du hast Millionen von Fans, so kann man sagen. Nee. Nee, das machen wir ganz hemdsärmelig, authentisch immer bei Freistaat TV hier in Sulzemoos. Genau. Aber ich denke, es kommt ganz gut an und unseren Kunden gefällt's. Ja, die Zahlen geben euch ja recht. Das heißt, also ihr stellt die Fahrzeuge immer recht intensiv und lustig vor. Du bist ein lustiger Typ? Ja, eigentlich schon. Also vor allem bin ich auch leidenschaftlicher Camper und viele Erfahrungen sprechen dann aus der Praxis raus. Also wir fahren ja selber mit den Reisemobilen und da kommt dann schon der eine oder andere Tipp oder vielleicht auch die eine oder andere Idee, wo man vielleicht auch was machen kann, wo bei den Kunden ankommt. Ja, das Ganze hat ja so ein klein bisschen angefangen als Hobby von einem Bauunternehmer, wie ich gehört habe. Ja, und das ist jetzt riesengroß. Ja. Das ist jetzt kein Hobby mehr, oder? Das ist kein Hobby mehr, aber die Keimzelle unseres Konzerns ist tatsächlich die Firma Glück in Gräfelfing, Kiessand-Hartsteinsplitt. Gibt es heute noch, die Firma gibt es schon seit über 80 Jahren. Und da hat es halt einmal angefangen, dass der alte Bernhard Glück selber natürlich mit den Reisemobilen auch gern gefahren ist. Und der Schwiegersohn, der Herr Wolfgang Lipscher, dann auch weniger mit Kies zu tun haben wollte, sondern auch selber passionierter Reisemobilist auch war und heute auch noch ist und den Freistaat auch gegründet hat oder damals in der Bodenseestraße die ganzen Firmen übernommen hat, wo da ansässig waren. Ja, ist das schon lange her? Sehr lange, ja. Also praktisch das alles in der Bodenseestraße, wo es angefangen hat. Ja, ich denke 45, 50 Jahre ist das schon. Schon so lange? Okay. Ja. Ja. Super. Ja, jetzt hat euch ja 2020 hart erwischt, muss man sagen. Die Freizeitbranche hat sich ja ziemlich stark auf das Thema Camping konzentriert. E-Bikes, Camping, alles, was so Outdoor zu Hause ging. Wie habt ihr das überhaupt überlebt? Also es war ja für euch wahrscheinlich Samstag, Sonntag. Ist Sonntag auf hier bei euch? Gut, bei unseren Messen ist auch auf. Und also direkten Schautag haben wir nicht, aber das Gelände oben ist auf, sodass man auch Fahrzeuge anschauen kann. Ja, es waren sehr durchwachsenes Jahr dieses Jahr. Also es will immer niemand mehr wissen, dass halt auch Lockdown war. Hier in Bayern haben wir auch vom 18. März bis zum 27. April zugehabt. Da waren die Tore richtig zu. Hat uns natürlich auch getroffen, muss man auch dazu sagen. Man konnte danach auch einen Teil wieder aufholen, aber von der Zeit will immer niemand mehr was wissen. Also ist alles schon sehr turbulent gewesen. Gut, danach lief der Markt an, muss man auch dazu sagen, aber schon trotzdem ein sehr bewegtes, turbulentes Jahr. Du hast viele Leute, die zu dir kommen, die haben dich schon gesehen auf YouTube. Das hilft euch ungemein, die Fahrzeuge da vorzustellen, weil viele Leute wollen ja auch im Moment nicht kommen, aber trotzdem Fahrzeuge sehen. Die möchten Fahrzeuge sehen und unsere Stärke ist ja, dass wir die tatsächlich auch alle da haben. Also viele sind auch schon etwas leer verkauft, viele Händlerkollegen. Und hier kann man halt das ganze Spektrum nach wie vor anschauen. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist eine ganz starke Sache. Ihr verkauft die Vorführfahrzeuge während der Saison nicht ab. Ihr habt wirklich nahezu alle Modelle da, ja, die man dann noch sehen kann. Nach dem Motto, was ich nicht sehen kann, kann ich nicht kaufen. Ja, ist ja auch so. Ein Reisemobil muss erlebt werden. Wenn man das nicht irgendwo vielleicht mal ins Bett reinlegt, in der Sitzgruppe sitzt, dann trifft man die Entscheidung nicht. Das ist für unsere Kunden sehr wichtig. Und wir sind auch Berater natürlich dann vor Ort und schauen, was das Richtige für den Kunden ist. Wenn jetzt ein 2-Meter-10-Mann kommt, der braucht halt ein 2-Meter-10-Bett. Aber das muss man dann halt auch schauen. Ja, ihr habt doch selbst Fahrzeuge im Programm. Das heißt jetzt hier bei Hümer nicht, sondern ihr baut auch selber Fahrzeuge mit eigenen Marken, richtig, bei der Freistaat? Der Freistaat hat auch eigene Marken, wie das Glücksmobil zum Beispiel, wo hier auch vermarktet wird. Das sind dann halt Komponenten, die von den Herstellern genommen werden und auch mit super Ausstattung angereichert sind. Und so natürlich auch einen Top-Preis haben. Ja. Was war so ein schönes Erlebnis, YouTube-mäßig, was du mal erlebt hast? Oder ist das laufend, dass Leute zu dir kommen und sagen, ich gucke deine Filme? Ja, immer wieder kommt es vor, aber wir sind trotzdem mit beiden Füßen auf dem Boden. Also ist eine gute Ergänzung, aber wir sind keine YouTuber oder YouTube-Star. Unsere Kernkompetenz sind Reisemobile verkaufen, die Bedürfnisse der Kunden, einfach zuhören, ermitteln und das passende Reisemobil für unsere Kunden zu suchen. YouTube ist eine gute Ergänzung, aber nicht unsere Kernkompetenz. So, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ich zeige nämlich mal gerade was. Ist da vorne ein Ausgang, dass wir mal rausgucken können auf euren Hof? Ja. Das ist schon beeindruckend, oder? Und das ist nur ein kleiner Teil. Das ist nur ein kleiner Teil. So sieht es das ganze Jahr aus, immer. Also momentan sind eher Lücken drin, weil die Herbstmessen waren, aber wir kriegen laufend neue Ware. Ist jetzt schon ein bisschen dunkler, aber hier, so sieht es das ganze Jahr aus. Also das ist einfach unsere Kernkompetenz, Ausstellung über fast alle 26 Marken, wo wir da haben, ein riesen Spektrum zu haben. Und das haben wir hier im Freistaat.
Im Grunde genommen, ich muss nicht fahren nach Düsseldorf, oder? Wenn ich euch habe. Nee, hier ist die Ganzjahresmesse. Und vor allem momentan auch, gerade unser Dach ist ja sehr viel auch an der frischen Luft, aber im trockenen Bereich ist ja momentan auch ein Stück Sicherheit, was man hat zu der schwierigen Zeit. Wir hatten ein ganz tolles Sicherheitskonzept. Also wir haben jetzt ausnahmsweise mal für die Dreharbeiten Abstand gehalten und die Maske mal ausgezogen, dass man die Mimik auch mal sieht. Aber das wird von den Leuten angenommen. Jetzt fängt es ja wieder an, so ein bisschen mit praktisch Lockdown Light. Ja, also wir haben hier während der großen Herbst-Sonderschau, wo ja bis vor 2 Wochen waren, auch Ampeln gehabt. Also wir haben die Höchstgrenzen von... Ich sag das mal gerade, da vorne ist eine Ampel, gell? Da ist noch eine Ampel, die haben wir noch da, genau. Ja, da vorne ist die... Der ist sogar voll. Der ist immer voll, der wird jeden Tag nachgefüllt. Oder hier haben wir gerade, schau. Ja, sag mal. Hier haben wir so eine Ampel, also wir hatten auch ein Ampelsystem. Achso, die zählt automatisch? Die zählt automatisch, haben wir natürlich auch überwacht, wie viel dann drin sind. Und so, dass wir halt die Höchstgrenzen auch penibel einhalten konnten. Aber das ist so ein Konzept, das läuft hier im Freistand natürlich bei großen Veranstaltungen immer mit. Oder wir haben jeden Arbeitsplatz abgetrennt, jetzt mit der Glasscheibe wie hier. Wir haben noch einzelne Bereiche gemacht, dass wir noch weiter abgetrennt sind, noch mehr Sicherheit haben. Also da schauen wir schon penibel drauf. Aber selbst die Leute hier, Auftragsabwicklung, alle tragen Masken, auch während der Arbeit. Ja, das ist so. Das ist Vorschrift hier. Ja. Und ich sag mal, hier steht das Desinfektionsmittel, ist überall da. Da vorne habt ihr noch eine Ampel mit drin. Jetzt ist ja heute Donnerstag. Heute ist ja jetzt nicht der Haupttag, oder Samstag? Nee. Samstag ist um einiges mehr los. Aber jetzt zur ruhigeren Jahreszeit, November, Dezember, natürlich auch nicht mehr so wie im Sommer. Muss man auch dazu sagen. Ich habe euch bis vor 6 Wochen gar nicht gekannt, obwohl ich seit Jahren Videos drehe. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe immer nur gesehen, der Freistaat, dachte ich mir, das ist vielleicht so ein kleiner Händler, der selber Videos dreht oder so. Nee. Und dann bin ich hierher gekommen und war vollkommen baff. Ihr habt sogar einen eigenen Stellplatz, wo man auch umsonst parken kann? Ja, das ist uns sehr wichtig. Also ein Stellplatz mit Stromanschlüsse, auch mit Entsorgungsstationen, mit der Ablassrinne, kann man auch Frischwasser auffüllen für so circa 50, 60 Reisemobile. Ihr habt sogar jetzt ein Bistro, das ist zwar nicht offen, es gibt keine Tische drin, aber ihr macht Außerhausverkauf im Moment. Ja. Das wird auch gut angenommen. Heute gab es Linsensuppe mit Würstchen. Ja, also da gibt es, also der Toni Eckel, das ist wirklich ein leidenschaftlicher Koch, Profikoch, muss man auch sagen. Normalerweise hat er auch seine Grillstationen mit in Betrieb, aber jetzt durch die Pandemie muss man natürlich auch nur aus Hausverkauf machen. Aber ansonsten zweistöckiges Bistro mit ordentlich Sitzplätzen natürlich auch. Genau, wenn du mal kurz aufmachst, dann zeigen wir mal so ein kleines Detail, wie das hier aufgebaut ist, denn wenn du noch nie hier warst. Also ihr seid unglaublich nett. Viele Fahrzeuge sind offen. Nicht alle. Ich glaube, so die High-End-Klasse, die ist so. High-End-Klassen nicht. Aber ansonsten die normalen Fahrzeuge sind alle offen. Die Liner eher nicht, weil natürlich auch sehr viel Technik drin ist, wo man auch wissen muss, wo man dann hindrückt. Ja, so ist es so. Und das Ganze ist so aufgebaut. Ihr habt verschiedene Gebäude. Das sind jeweils einzelne getrennte Firmen, die mit drin sind. Ja, also der Freistaat ist so aufgebaut. Wir haben ganz vorne unseren großen Megastore, wo das ganze Zubehör drin ist auf 1600 Quadratmeter. Echt? 1600? 1600, ja. Gibt es alles, was das Herz begehrt. Auch eine Outdoor-Bekleidungsabteilung mit dabei. Dann haben, ja. Dann haben wir hier die Firma Glück. Also die ganzen Marken sind so aufgebaut, sind 5 Firmen. Hat auch die Tradition, weil die 5 Firmen gab es schon an der Bodenseestraße in München. Firma Zellerer zum Beispiel mittlerweile seit 50 Jahren. Und das hat man auch so gelassen, die Strukturen. Auch die Marken hat man so gelassen. Und ja, Firma Glück Freizeitfahrzeuge hat zum Beispiel traditionell immer schon Detlefs, Pössl natürlich, sehr erfolgreich, also die erfolgreichste Kastenwagenmarke überhaupt. Echt? Ja. Die ist euch, gell? Ja, was heißt uns? Also die vertreiben wir natürlich auch, ja. Und ja gut, man sagt immer so, Pössl, das ist der Freistaat. Das ist das, was ich immer wieder höre. Das heißt, ihr habt auch Marken, im Prinzip so Eigenmarken, die ihr ins Leben gerufen habt vor ganz langer Zeit. Ist das so? Zum Beispiel Glücksmobil? Glücksmobil gibt es schon jahrelang, ja. Aber natürlich Kastenwagen verkaufen wir natürlich eine Kompetenz vom Freistaat. Und da verkaufen wir auch sehr viel. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel die Marke Detlefs, Sunlight, wobei der Firma Glück ansässig ist. Oder Firma Glück ist auch ganz stark, traditionell immer schon Phoenix, Concorde, Morello. Da hat die Firma Glück natürlich auch schon Riesenkompetenz und Erfahrung. Ich schaue mal ganz kurz da vorne rein. Ihr habt so einen zentralen Eingang. Das Ganze ist natürlich jetzt auch Hygieneregeln überall. Jetzt ist hier jetzt am Nachmittag Donnerstag, ist kurz vor Geschäftsschluss. Die Tür ist wahrscheinlich schon zu. Nee, ist schon noch offen. Ist noch offen? Ja. So, und das ist euer Supermarkt. Das heißt, hier sollte man die EC-Karte fest angebunden halten, oder? Ja gut, da waren ja Träume verwirklicht. Letztendlich auch Sachen, wo man ganz dringend auch benötigt oder auch Luxusteile,
wo man benötigt, Tische, Stühle. Oder auch nicht. Oder auch, oder auch nicht. Aber klar, beim Zubehör ist es so, dass es halt auch ein Stück Individualisierung auch ist. Das ist krass. Nee, ich habe nur von Leuten gehört, da gibt es noch so einen anderen Supermarkt, ich habe jetzt den Namen vergessen, in Holland, wo die Leute wirklich abgezähltes Geld mitnehmen, damit sie ja nicht zu viel ausgeben. Ist es bei euch auch so, dass viele sagen, ich brauche nur ein bisschen was? Gut, oft gehen die Kunden natürlich mit mehr raus, wie man eigentlich vorhatte, aber... Ist auch nicht schlimm für euch. Ja, für uns ist nicht schlimm und die Kunden, die sind ja meistens auch glücklich, was sie kaufen. So, ihr habt ja eine ganz große Kundentoilette, die wird laufend gereinigt. Also wir sind mehrfach, musste ich mal kurz warten, 5 Minuten kam wieder eine Dame raus, hat geputzt. Die wird laufend gereinigt, vor allem jetzt in der Pandemie. Drüben im Bistro sind auch noch Kundentoiletten, wo immer auf sind. Die werden natürlich auch laufend gereinigt. Also Sicherheitskonzept ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Ach, das ist so gemein hier, das Bild, was hier hängt. Ja. Ihr habt von Camping Marina di Venezia, das ist wohl der Campingplatz, wo schon fast jeder war. Ja, ich selber auch schon sehr oft. Also ich muss sagen, auch meine Kinder, die lieben es einfach. Wie man hier am Bild schon sieht, Riesenstrand, es ist alles weitläufig. Man merkt gar nicht, dass er so groß ist. Ist so, oder? Ja, ist so. Ja. So, das heißt, ihr habt also, wie viele Firmen sind nebeneinander hier? Fünf Firmen, ja. Das heißt, ihr habt 5 gleiche Gebäude. Wir haben 5 ähnliche Gebäude, unterschiedlich mit den Größen. Also es gibt das große Gebäude, wo die Firma Glück jetzt hier drin ist. Können wir auch mal schnell reinschauen. Ja. Hier natürlich mit den sehr beliebten Pössl. Da stehen jetzt natürlich einige da. Innen auch. Genau, auch die. Innen. So, es sind einige wenige Liner sind innen, die sind ja sehr groß, da passen nicht so viele rein. Da passen nicht so viele rein, die haben wir unten auch im trockenen Hallendach. So, und dann kommt das nächste, da waren wir jetzt bei dir, ich glaube... Ja, genau, das Hümerzentrum. Das Hümerzentrum ist das nächste. Das ist das nächste, genau. Ist das schön, in so einer, ich sag mal, so einer Umgebung mit Freizeit zu arbeiten, wo die Leute was kaufen, was sie gerne kaufen? Ja klar, wir haben nur den ganzen Tag mit positiven Ereignissen zu tun. Außer das Fahrzeug kommt mal später oder es gibt ein Schmerz am Fahrzeug. Ja. Aber ansonsten hat man überwiegend mit positiven Dingen zu tun. Und vor allem, wenn man was verkauft, wo man noch selber auch dahinter steht und was damit anfangen kann, selber in Urlaub fährt, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Was krass ist, ihr habt fast alle Autos, kann man bei euch mieten und ausprobieren. Ja. Das heißt, ich kann also dann das mal für eine Woche mieten und Co. Ja. So, hier ist übrigens Phoenix drin, das haben wir auch schon gedreht. Gestern oder vorgestern war Phoenix drin. Tolle Fahrzeuge. Ja. Wir haben hier Freistadtrent. Ja. Da haben wir sehr viele Fahrzeuge in der Vermietung, vom Kastenwagen klein bis zum großen Nissan Bischof Flair 920 mit 9,20 Meter Gesamtlänge auch. Also da kann man alles mieten, was das Herz begehrt. Und alles unter Freistadtrent untergebracht. Freistadtrent, da waren wir gerade eben drin. Das ist dein Bereich so ein bisschen hier? Das ist mein Bereich, genau. Die Hümer-Fahrzeuge und Etrusco, Carrado. Ich zeig's mal gerade. Freistadtrent. Diesmal Bischof Markenwelt, wo ihr gestern auch gedreht habt. Das war schön. Ja, das sind tolle Fahrzeuge, auch der neue Icemove. Der Icemove war schon ziemlich begeistert, das muss man sagen. Ja. Ist der schon komplett ausgereift in deinen Augen? Oder sind da so ein paar Sachen, die... Also ganz ehrlich, das ist jetzt der erste Icemove von der ersten Serie. Nissan Bischof bessert dann natürlich auch ständig nach. Ich habe ihn ja noch nicht gefahren, das meine ich. Also ich meine, wenn er da so steht und alles so, ist ein geniales Konzept, oder? Ja, die Ideen, endlich mal wieder jemand, wo Innovationen rausbringt. Und die Ideen, die sind einfach genial. Also so ein kleines Fahrzeug mit so viel Umbaumöglichkeiten hat es schon lange nicht mehr gegeben. Also da muss man echt Kompliment an Nissan Bischof. So, ihr habt hier in Sulzemoos, glaube ich, normalerweise über 1000 Fahrzeuge stehen, ja, oder? Ja. So, im Moment ist es ein bisschen weniger? Momentan sind es ein bisschen weniger, aber es sind sehr viele Fahrzeuge wieder im Zulauf. Also es werden mit Sicherheit die nächsten paar Wochen wieder über 1000 sein. So, hier sind die nächsten dann. Genau, die Firma Zellerer gibt es jetzt eben, die Firma, wo es schon seit 50 Jahren gibt. Es gab die Familie Zellerer, wo man an der Bodenseestraße dann irgendwann auch mit übernommen hat. Die Firma, die Familie Zellerer hat bis vor kurzem auch immer hier noch mitverkauft. Okay. Und uns geholfen. Und da ist eben Globecar, Leica und Bürstner. Wohnwagen auch? Wohnwagen Fendt. Okay. Sehr erfolgreich. Tolle Wohnwagen. Hier haben wir jetzt auch natürlich wieder abgetrennt mit dem Pandemieplan aktuell. Okay. Gut, wir filmen jetzt kurz vor Geschäftsschluss, muss man sagen. Dann ist hier nicht mehr so viel los. Ja, auch die tollen Leica-Fahrzeuge mit italienischem schicken Style. Sind wirklich schön. Ja. Ja, auch gerade die neuen Baureihe, wir haben ja schon die Modellgeneration 2021 da und die haben einen ganz schönen Sprung nach vorne gemacht, muss man sagen. Ja, die müssen wir auf jeden Fall morgen noch filmen. Ja, also das war das. Ja, denn da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis toll, oder? Ja, ja. Okay, dass man das mal sieht. Das heißt, alle haben denn jetzt auch einen Zugang nach draußen. Das heißt, also wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, komme ich denn auf den gemeinsamen Hof?
Ja, genau, da kommen wir wieder praktisch unter das Hallendach. Also wir haben hier oben haben wir Ausstellungsfläche und natürlich unten schön im Trockenen unterm Hallendach. Und das ist natürlich toll, das ist außergewöhnlich. Das heißt, ich kann rausgehen, habe ja die frische Luft. Thema Virengefahr innerhalb von Räumen ist damit auch stark minimiert? Das ist stark minimiert. Vor allem die Türen haben wir jetzt auch immer auf. Trotz dass es schon November ist, haben wir auch ordentlich Durchlüftung in den Fahrzeugen. Und sowieso hier unten, wenn man jetzt sieht, wieder schön 4 Fendt-Reihen. Ist fast die ganze Ausstellung von krass, Fendt. Oder? Ja. Also ich habe ja auch gedreht auf der Messe bei Fendt, ja, und da war immer schnell, schnell, weil Fendt war ja jetzt auf der Messe, Hümer war ja nicht da, oder? Nee, ihr wart nicht war da? Gar nicht da, nee. Wir haben ja praktisch hier unsere Veranstaltungen gehabt, aber war zu der Zeit Philosophie-Sache, also. Okay. Für mich war es okay, dass wir nicht oben waren. Der Vorteil ist, ihr musstet nichts bewegen und die Leute kamen eh, oder? Das heißt, ihr hattet viel zu tun die ganze Zeit. Wir hatten viel zu tun. In Bayern ist dort immer Hauptreisezeit noch, aber das war unabhängig von Corona, das war letztes Jahr ja genauso. So, dann kommt es rechts daneben. Ist genau, Bürstner Roadcar KB. Genau. Bürstner sind auch sehr tolle, moderne Fahrzeuge. Da haben wir auch vor allem unsere Freistaat Edition, sehr erfolgreich den Liseo TD690. So, überall auch drinnen, das heißt, ich kann mir Sachen erklären lassen, drinnen schön im Warmen. Ja, genau. Okay, das heißt, Camping war ja immer so, es gab ja so ein Winterloch, das gibt es nicht mehr, oder? Das gibt es gar nicht mehr, das ist weg. Vor allem die Ganzjahres Tauglichkeit, die ist ja auch sehr stark gestiegen. Also okay. Die ganzen Tanks, wo jetzt beheizt sind, die Heizungssysteme. Also man kann sie im Winter wirklich gut nutzen. Okay, das heißt auch, die Leute fragen denn, ist der winterfest? Die kommt oft hier in Bayern, die Frage? Die kommt sehr oft, ja. Also viele Kunden gehen zum Skifahren oder nur das Wochenende zum Skifahren. Das kommt oft. So, und dann, das war jetzt Schluss oder kommt noch was? Nee, es kommt noch mal was. Also wie gesagt, ist jetzt die Firma CAM, wo wir das ist unglaublich. KB und Roadcar, den Kastenwagen haben. Ist natürlich so, die Aufteilung hat auch natürlich einen riesen Vorteil, dass jeder Mitarbeiter die höchste Spezialisierung auch hat. Also man braucht ja heute auch ein tiefes Produktwissen. Jeder Hersteller hat verschiedene Produktphilosophien. Und da ist uns ganz wichtig, dass jeder auch einen Kunden ordentlich beraten kann und tiefes Produktwissen hat. Hier haben wir jetzt die Firma Hofstetter. Die Firma Hofstetter hat Carthago, Malibu, LMC, Hobby Reisemobile und Hobby Wohnwagen. Ich muss doch mal herkommen. Also ihr seid so toll. Ja. Ich habe das ja, also ich bin ja großer Fan deiner Videos, muss ich sagen. Ohne Witz. Hast du mal welche angeschaut, oder? Ja, klar, ganz oft. Ja, ich will ja auch mal sehen, wie man es richtig macht, sage ich mal. Nee, wir sind ganz hemdsärmelig, einfach authentisch. Also da wird nichts verstellt, sondern da kommt auch jemand, so wie du jetzt mit der Kamera und sagt, so jetzt machen wir mal was. Ja, der war auch ziemlich cool. Ihr macht das schon lange mit ihm, oder? Ja, machen wir schon lange. Genau. Ja, wie gesagt, hier die Firma Hofstetter gibt es auch schon ewig, über 40 Jahre, früher auch in der Bodenseestraße ansässig. Das sieht original aus, als wäre ich jetzt hier in Düsseldorf im Caravan-Salon. Das heißt, ihr habt eine richtig tolle Ausstellung auch innen. Ja, also uns ist auch wichtig, dass wir so, gerade die Bestseller haben wir schön im Warmen, innen drin. Kann man auch mal ruhig hinsitzen, auch mit den Kunden. Hier wieder auch mit der Scheibe. Auch wieder alle Verkäuferarbeitsplätze mit der Scheibe. Hier auch Hobby-Reisemobile haben wir hier drin. LMC-Reisemobile, Sondermodell. Markus, es gibt ja viele Leute, die fangen ja erstmal klein an, die steigern sich hoch oder steigern sich runter, je nachdem, was sie denn haben. Kann man bei euch auf Fahrzeuge in Zahlung geben? Ja, gar nicht. Also ja, wird auch sehr oft gemacht. Also vor allem die Bedürfnisse ändern sich ja auch ständig bei unseren Kunden. Mal kommt vielleicht dann das erste Kind, wenn man einen Kastenwagen hat. Man braucht ein drittes Bett oder man braucht mal Einzelbett oder einer schnarcht. Einer muss vorne, einer hinten schlafen im schlimmsten Fall. Also wir haben ja da das ganze Spektrum. Ja, auf im Prinzip alles eine Antwort. Ja, ihr habt das auch getrennt, damit, ich sag mal, die Kompetenz steigt. Thema Service. Ich habe gesehen, hinten sind noch ganz viele Gebäude. Sind da die Werkstätten hinten? Ja, das ist alles Service. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das zweite Fahrzeug verkauft immer der Service. Drum ist von unserer Philosophie her Service. Der Service-Gedanke ist sehr, sehr wichtig. Genau, ich zeige mal gerade was eingesperrt. Rufen Sie den Wachdienst, steht da. Und da hinten sind die? Das sind die Service-Werkstätten, genau. Da haben wir die ganzen Marken untergebracht. Also wir haben das Glück-Service-Center, Hümer-Service-Center und Plus-Caravaning-Center. Da wickeln wir praktisch alle Fahrzeuge ab, die ganzen Reparaturen. Wenn ein Fahrzeug mal ein Wehwehchen hat, wird alles abgewickelt. Arbeiten mittlerweile auch weit über 100 Leute im Service. Also weit über 100.
So, es ist ja so, ihr habt ja Zehntausende von Gästen, die hier vorbeikommen, Sachen ausprobieren. Ab und zu bricht da mal was ab. Das ist so, das bleibt nicht ohne. Bei den Ausstellungsfahrzeugen, ihr trennt euch ja erst ganz am Ende der Saison von den Ausstellungsfahrzeugen. Und dann werden die wahrscheinlich alle nochmal 100-Punkte-Plan gecheckt, alles nochmal gemacht und getan, oder? Ja klar, also es gibt die Auslieferungsfunktionskontrolle, da wird nochmal alles gecheckt und die kaputten Sachen, die muss man dann halt einfach austauschen. Also das ist leider so. Markus, sag mal, wenn jemand vorhatte, er wollte was kaufen für 76.000, ja, hat er noch einen Gebrauchten mit dabei und du hast ihm das aber jetzt so klar gemacht, dass er die vielleicht 11.000 Euro noch drauflegen soll, damit er noch Lithium hat, damit er noch was weiß ich alles, ihr macht ja wahrscheinlich eine Bedarfsanalyse mit dem Kunden, ja. Und ist das ein Problem, die 11.000 Euro dazwischen zu finanzieren oder ist das eine Sache, die ruckzuck geht bei euch? Das geht ruckzuck, also notfalls machen wir ja auch Finanzierungen oder was heißt notfalls gerne machen wir Finanzierungen, auch haben wir hier die AKF Bank momentan und das geht ruckzuck. Also das ist ein Programm, wo wir haben, wird reingehackt ins Computerprogramm und 5 Minuten kommt die, meistens dann die Bestätigung, ist okay. Gerade wenn das letzte Gap noch fehlt, solche Finanzierungen gehen sehr schnell durch. Also da braucht man auch keine Angst davor haben. Habt ihr auch Lagerfahrzeuge? Ja, klar. Also die man im Prinzip sofort kaufen kann, ja, das geht auch? Ja. Also wir bestellen ja bei unseren Herstellern oft Chargen, dass wir lieferfähig sind. Und da haben wir meistens auch den Vorteil, dass wir kurzfristig liefern können. Gut, momentan ist ein bisschen Ausnahmesituation, aber in der Regel können wir sehr, sehr schnell auch liefern. Das ist unsere Stärke. Markus, ja, das ist schön. Also im Prinzip in deinen Videos sieht man immer Highlights, oder? So im Prinzip die Woche einmal, ein Video die Woche kommt? Ja, also der Freistaat TV macht jede Woche ein neues Video und oft auch Highlights, oft auch Fahrzeuge, wo sonst noch nirgends gezeigt wurden und das erste Mal dann auf Freistaat TV kommen. Ganz oft waren ja auch schon Fernsehteams bei euch, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk hat schon gedreht. Bayerische Rundfunk, WDR, also es kommt öfters vor, dass mal welche kommen. Ist auch einzigartig hier der Freistaat, 26 Marken unter einem Dach, familiäre Atmosphäre, gibt es sonst eigentlich nirgends. Jetzt mal eine Frage, ihr seid im Prinzip der Größte jetzt in Europa, kann man das sagen? Kann man so sagen, ja. Der wahrscheinlich größte. Vielleicht nicht, dass irgendwo in Belgien noch ein größerer ist. Nee, also in Belgien ist sicher kein größerer. Aber nee, aber wir machen es schon sehr lange, das, was wir machen. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand das hier investiert hat, aus der Retorte raus geboren wurde, sondern das ist hier alles, was hier steht, ist mit Herzblut gewachsen. Entwickelt. Und entwickelt worden auch, ja, genau. Oh, das ist wieder dein Reich, da ist die Ampel wieder. Reich, genau. Da steht Hümer drauf. Hümer steht für Qualität, würdest du sagen? Ja, auf alle Fälle. Und auch gerade jetzt die neuen Mercedes-Fahrzeuge, die sind auch zum Fahren wirklich eine Schau. Habe ich selber schon probiert. Das ist schlimm, seitdem die da sind auf dem Markt. Ihr habt ja jetzt auch einen Tiefrahmen, glaube ich, jetzt auch im Programm, oder? Nicht Tiefrahmen, Hümer macht ja die Fahrgestelle selber, das sogenannte SLC-Fahrgestell. Machen die selber? Ja. Okay. Ja, und besticht durch noch mehr Leichtbau und Stabilität und exzellentes Fahrverhalten. Also das muss man wirklich selber erfahren. Das glaubt immer gar niemand. Ja, die fahren sich wie ich sag mal, ein SUV, so ein großer, ja, so ungefähr? Ja, ja. Wie PKW. Wie ein PKW. Jetzt kommt noch was Besonderes. Ihr habt eine Fahrschule, weil bei 3,5 sind ja viele Fahrzeuge dann überladen, sage ich mal, ruckzuck. Ja. Da bietet ihr an den C1 oder C1e in 0,nix zum wirklich günstigen Preis. Ja genau, in 7 Tagen irgendwo. Das kostet zwischen 1.500 und 1.790. Auch die Idee wurde geboren von einem Kunden von uns. Der hat selber eine Fahrschule. Der hat gesagt, Mensch, können wir da nicht mal was zusammen machen? Und dann haben wir unser eigenes Fahrschulauto gekauft, nämlich einen Sprinter. Hat den Vorteil, dass man nicht mit einem großen Lastwagen irgendwo durch eine Stadt fahren muss, sondern ganz normal mit einem kleinen Kastenwagen den C1-Führerschein erwerben kann. Okay. Wird auch gut angenommen. Du selbst hast noch den alten Dreier? Ich habe noch den alten Dreier. Du siehst unglaublich jung aus, deswegen kann ich ja. Schön. Ja, vielen, vielen Dank für das nette Interview. Wir haben heute am 29. Oktober gedreht, ja. 2020. Ja, zweiter Lockdown Light kommt jetzt. Aber ich denke, mit Camping kann man nichts falsch machen, auch zu Corona-Zeiten, oder? Nee, ist eigentlich die sicherste Urlaubsform. Mehr Privatsphäre kannst du nicht haben. Also sind wir nach wie vor überzeugt. Markus, dein Nachname? Markus Braun. Markus Braun, ja. Von der Freistaat Hümer Zentrum Sulzimus. Hümer Zentrum Sulzimus. Ja, ich danke dir herzlich. Tschüss. Ja, tschüss.